Nojo, Liquorice, War Fury und Norden, ein Programm von Nordic Game. Und damit willkommen zu Let's Play Kingdom. Ein einsamer König trägt die Krone in ein neues Land. Kingdom ist ein 2D-Sidescroller-Strategie-Tower-Defense-Spiel, könnte man fast sagen. Aber wir legen erstmal los. Hier ist unser König, der die Krone trägt, und ein neues Königreich, das er erst aufbauen muss. Denn sein Königreich ist zerfallen. Und ja, das erste, was man braucht für ein neues Königreich, sind neue Anhänger. Neue Anhänger wollen Gold haben. Ja, darum drücken wir mal bei den Leuten, die hier sind, dann gleich X, geben denn hier Geld. Hier erstmal, ne, Lagerfeuer bezahlen, ne, Lagerfeuer feuert auch nicht einfach mal so. Nein, die wollen auch Kleingeld. Ja, so ein Bonfire, das ist schon, ne. So, da haben wir jetzt wilden Nomaden jetzt hier Geld gegeben, damit die für uns arbeiten. Und jetzt wollen wir denen auch noch Arbeit geben, indem wir Bögen kaufen. Damit die sich auch hier im Bogen schnappen. Und dann werden die zu einem Jäger. Jemand, der das Königreich beschützt. Also das wir jetzt hier aufbauen anhand eines einfachen Lagerfeuers. Hier können wir mit ein bisschen Kleingeld einen Hammer kaufen, wo der andere, der jetzt noch keine Arbeit hat, sich jetzt einen Hammer schnappt und wird jetzt quasi ein Handwerker. Dieser Handwerker kann jetzt hier Mauern aufbauen. Können ihr zugucken und sagen so, boah, warum geht das nicht schneller? So, hat er einen Bauer gebaut. Ne? Ganz sporadisch, wie er ist. Bauer erweitere und verteidige ist unser Ziel. Machen wir auch. Na, halt nur, das dauert halt alles zu der Zeit. Wir brauchen halt Geld dafür. Ohne Geld ist halt schlecht. Alles Geld, was die Arbeiter hier einsammeln, das, können wir halt von denen halt auch wieder abholen, wenn sie es halt eingesammelt haben. Dann laufen wir halt an den Arbeitern, Jägern, was auch immer hier vorbei. Und ja, können uns dann halt so unser Königreich aufbauen, um es vor Gefahren zu beschützen, die jenseits von siehst du, da hat es aufgesammelt so ein bisschen was. Wir holen uns hier jetzt nochmal so einen Arbeiter, der da rumhaust. Da war ja noch einer. Da ist er. Hast du mal ein bisschen Kleingeld? Brauch Klamotten, bitteschön. So. Und wir müssen uns halt schützen vor der Nacht, weil die Nacht ist grauenhaft. Jetzt vielleicht nicht die erste, aber in Bälde werden da Dinge auf uns zukommen, von denen wir lieber nicht wollen, dass sie auf uns zukommen. Hast du noch Geld gesammelt? Er hat noch Geld gesammelt, das ist super. Dann können wir nochmal einen Bogen kaufen für 2 Gold. Dann haben wir schon mal 3 Jäger. 3 Jäger, die uns beschützen vor allem Bösen. Na gut, nicht vor allem, aber da brauchen wir ein bisschen was mehr für. Ja, ist auf jeden Fall ein Spiel, das haben wir schon mal im Livestream gespielt. Und ich war davon sehr fasziniert. Ich glaube, ich habe es inzwischen auch schon 2-mal gespielt oder sowas. Als waren wir auch durchgespielt. Ich mag das Spiel. Ich mag diese Macher, diese Art. Diese Pixel-Style finde ich super schön. Ja, und da bricht die Nacht herein. Die Nacht ist normalerweise immer mit Gefahren gesät. Allerdings glaube ich nicht die erste oder die erste halt sehr, sehr gering. Und am nächsten Tag müssen wir halt ein bisschen mehr auf alles achten. Ne? Kingdom kennt man heutzutage vielleicht nur noch als Kingdom Classic, weil inzwischen gibt es Kingdom New Lands, das ein bisschen anders ist. Aber natürlich wollte ich halt, ach siehst du, da kommt schon die erste Kreatur der Nacht herein, die immer nur rauskommen, wenn wir uns zu nah ihren Hort nähern, ein Portal in dunkle Welten, oder halt, ne, wenn es dunkel ist, dann kommen sie auch raus. Kingdom New Lands ist quasi eine erweiterte Form hiervon, aber, joa, ich gehe immer zuerst die ersten Teile davon an. Meistens. Nicht immer, aber meistens. Kennen wir ja schon. So, Tag 2 bricht an.
sieht man oben anhand der römischen Zahlen immer, welchen Tag wir haben. Und wenn ich mich nicht irre, ist jede fünfte Nacht immer mit ein bisschen mehr Vorsicht zu sehen. Da ist ein fahrender Händler. Der fahrende Händler bräuchte 4 Münzen, die wir jetzt so noch nicht haben. Aber hier kommt ein bisschen Kleingeld rein. 2. So, und wir kriegen auch jeden Morgen hier so ein bisschen Geld. Einfach mal so. Steuerabgaben oder sowas. Dieses Geld kriegen wir aber auch nur bis zu einem gewissen Tag. Wo ist der fahrende Händler jetzt hin? Da läuft er. Bleib mal lieber hier bei uns. Hier. Der beliefert uns nämlich jetzt hier mit ein bisschen... Oh, wir kriegen hier ein Pferd. Uff. Ach, neues Pferd kann man sich kaufen. Okay. Schwarzes Pferd für einen schwarzen Dingens. Ist okay. Muss ja zu einander passen. Du Rassist! Nö, aber das ist neu. Das gab es früher noch nicht. Interessant, interessant. So, und wir können halt auch nicht unendlich lange mit unserem Pferd dahin sprinten, weil, ne, das ist halt auch irgendwann aus der Puste. Okay, gut, hier können wir halt noch nichts machen. Wir können unsere Mauern und sowas irgendwie auch aufrüsten, wenn wir halt das nötige Kleingeld dafür haben. Derzeit muss ich zusehen, wie ich überhaupt zu irgendwas komme. Ich habe kein Geld, oder zumindest zu wenig Geld. Mit zu wenig Geld komme ich nicht wirklich weit. Aber der erfahrene Händler hier, der bringt uns hier dann auch nochmal ein bisschen was. Wenn das wirklich, wenn nicht, wäre hier. 3 Geld. Bau mal aus. So, mal sehen, was der erfahrene Händler für uns bringt. Hier aber auch noch einen Arbeitslosen. Aber wenigstens einer Klamotten trägt. Das ist schon mal schön. Ich kann auch... Wir haben hier rechts irgendwo so ein Reh gesehen. Oder ein Hirsch oder was auch immer. Und die können wir halt auch mit unserem Pferd dann halt Richtung Königreich traben. Richtung Siedlung, Richtung... Ihr wisst schon was. Der hier bräuchte nochmal ein bisschen Kleingeld, was ich jetzt gerade nicht habe. Und es ein bisschen arg schnell dunkel wird. Aber wir versuchen es. Hier hast du ein bisschen Kleingeld. Und jetzt schütze dich vor der Nacht und komm heim. Ah, der fahrende Händler hat uns hier einfach mal so Bögen mitgebracht. Das waren jetzt 4 Gold für 4 Bögen. Einen hat sich der eine Arbeitslose bereits geschnappt. Ja, das machen die halt ohne, dass ich dem was sage. Also wenn ich jetzt hier mehrere Hämmer stehen habe und mehrere Bögen, dann gehen die halt zu dem, was halt näher dran ist, meistens. Auch nicht immer, aber meistens. So, oh. Kriegen wir nochmal ein Geldstück zurück. Jetzt müssen wir halt ein bisschen sparen, ein bisschen ausharren und hoffen, dass der nächste Tag schneller hereinbricht als die Nacht. Ja, weil die zweite Nacht, der Gegner kommt schon ein bisschen früher. Na komm, ihr sollt auch mal treffen. Was seid ihr für Sturmtruppen? So, und da kommen halt über die Zeit hinweg auch wirklich viel, viel mehr Gegner an, die viel, viel mehr Unfug machen. Und das könnte wirklich problematisch werden. Nennen wir es wirklich problematisch. Aber abwarten. So. Also, ihr seht, es ist halt eine kleine Art von Haushalten, von Geld. Wir können halt auch noch weiteres Geld produzieren. Dazu müssen wir halt unsere Mauern ausweiten, müssen weiter nach links, müssen weiter nach rechts uns ausbauen, was wir halt auch noch machen werden. Halt erstmal unsere... Ach, die Musik ist herrlich. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir überhaupt irgendwie was zustande kriegen. Bau mal aus. So, dann gucken wir mal, ob wir... Wohin würde ich mich denn zuerst ausbauen? Ich glaube nach links. Also hierhin würde ich gerne eine Mauer haben. Und dann halt hier auch... Oh, ja, können wir sogar machen. Das ist super. Dann machen wir das mal. Machen wir hier mal so. Machen hier mal das. Dann bauen wir nämlich auf dem Stein einen Turm. Und der Turm wird dann halt bemannt von einem unserer Bogenschützen. Und
kann dann halt dafür sorgen, dass wir etwas besser unseren Gegner treffen. Aber es braucht halt ein bisschen Zeit, bis halt alles gebaut ist und so. Wir gucken mal ganz kurz links, ob wir dort noch irgendwie mal was machen können. Also hier können wir halt dann auch wieder, na sag schon, ein Turm und Mauer draufsetzen. Und ihr seht, ne, der Wald ist sehr dunkel. Und im Wald lauern uns sowohl auf der linken Seite als auch auf der rechten Seite zwei Gefahren. Nämlich jeweils zwei Portale, aus denen diese Kreaturen der Nacht hervorkommen. Und sobald wir uns dem Tor etwas zu sehr nähern, wollen sie unsere Krone klauen. Diese Kreaturen sind sehr aus nach wertvollen Gegenständen. Das heißt, wenn ich dann hier so eine Münze einfach mal hinlege, schnappen die sich auch die Münze. Ja, also die sind da jetzt nicht so. Hauptsache, sie haben irgendwie was Wertvolles. So. Noch dazu kommt, zu dem Faktor, dass wir jede Nacht angegriffen werden, jede fünfte Nacht wird etwas heftiger. Jede fünfte Nacht erwartet uns ein kleiner Großangriff. Dieser Großangriff wird halt von Mal zu Mal immer heftiger, immer schlimmer, immer anstrengender. Und ja, muss man halt mal sehen, wie man das dann schafft und deichselt und macht. Haben wir jetzt bisher noch keinen weiteren Möchtegern-Arbeiter. Na, ihr seht halt auch anhand der Punkte, die hier oben drüber sind. Ich kann auch den Turm hier nochmal weiter ausbauen. Ich kann hier das hier weiter ausbauen. Ich kann aber auch das Lagerfeuer weiter ausbauen. Das Lagerfeuer weiter ausbauen bedeutet, wir kriegen halt irgendwann auch ein Haupthaus, kriegen stärkere Mauern und sowas, die halt mehr aushalten. Kriegen halt die Möglichkeit auf weitere Upgrades. Ne, wir müssen halt das Haupthaus zu einer gewissen Stufe ausbauen, damit wir halt dann irgendwann auch Steinmauern bauen können, die halt wesentlich mehr aushalten als diese ollen Palisadenwände. Und jetzt kommen sie schon zu zweit. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Na, und auf der anderen Seite werden wir natürlich auch angegriffen. Und sie wollen halt alle meine Krone haben. Immer auf meine Krone. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe denen nichts getan. Ja. Und wer weiß, vielleicht sind diese Kreaturen auch dafür verantwortlich, dass das alte Königreich zerfallen ist. Man weiß es nicht. So. Eine Nacht ist Gott sei Dank sehr, sehr schnell vorbei. So. Dann gib mir mal die nächste Steuerkiste hier, genau. So, dann bauen wir erstmal unser Lagerfeuer aus. Na, jetzt seht ihr schon, wir haben schon ein Zeltchen. Das können wir, glaube ich, einmal am Tag ausbauen. Das heißt, wenn wir jetzt tatsächlich so viel Geld zusammenkriegen, dass wir nochmal zweites Mal ausbauen können, das kostet halt jedes Mal mehr, dann geht es aber immer noch nicht wegen, naja, erst am nächsten Tag könnte ich es ausbauen. So. Jetzt wollen wir mal so langsam hier ein paar Bäume fällen. Das machen die Handwerker. Weil erst dann kann ich dann hier auch wirklich die Möglichkeit bekommen, hier weit auszubauen. Erst dann kommen dann hier oben dann die Punkte zum weiteren Ausbauen. Und dann mal schauen. Und ja, das Gold, das ich in die Bäume gesetzt habe, das kriege ich quasi auch dadurch dann wieder. Manchmal auch ein bisschen mehr. So, und ich will halt hier diesen Bach, diesen Fluss, der hier runter tickert, auf jeden Fall einnehmen. Weil dort können wir dann einen Bauernhof bauen. Wenn hier dann alles verwittert ist und so was. Ne? So, komm, machen wir das hier auch nochmal eben schnell. Ich habe im Moment wirklich sehr, sehr viel Glück, was das Abbauen der Bäume angeht. Weil, ich da jetzt gerade sehr, sehr viel an weiteren Münzen bekomme. So. Hervorragend. So, dann muss ich halt nur gucken, dass ich hier irgendwo tatsächlich meine Mauer dann weiter aufbauen kann. Weil, wenn ich jetzt hier meinen Bauernhof
hier kann ich dann den Bauernhof bauen, der mich halt immer mal wieder mit Geld versorgt. Wenn ich den da hinbaue, dann ist er halt freiwillig für alles, was von links kommt. Das heißt, ich muss auf der linken Seite weiter mich ausweiten, damit ich dann wiederum, sag schon, auch den Bauernhof schützen kann. Das ist alles mit so ein bisschen Geld. Jetzt das Geld, das ich jetzt hier habe, das will ich jetzt nicht unbedingt jetzt schon investieren, um jetzt bei so später Stunde hier die Mauer weiter auszubauen, weil das könnte in die Hose gehen. Weil wenn hier keine Mauer ist, oder halt wenn sie im Bau ist, kommen die Kreaturen hier trotzdem einfach durch. Und das ist nicht gut. Ja, also hier auf der rechten Seite bin ich bisher ein bisschen arg wenig beschützt. Aber was nicht ist, kann er noch werden. So. Ich könnte halt auch den Baum da auf der rechten Seite vernichten, aber dann verschwindet auch diese kleine Siedlung, wo halt manchmal diese armen Leute spawnen. Und wenn die dort nicht sind, kann ich sie auch nicht anheuern. Ne? Ah, na gut. Wir kriegen das hin. Ihr habt das schon mal hingekriegt. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann fangen wir halt nochmal an. Müssen wir ja. Geht ja nicht anders. So, jetzt haben wir mal nicht Tag 4, ne? Der jetzt kommt. Das könnte dann zur ersten kleinen Bedrohung werden. Weiß nicht, ob es die vierte oder fünfte Nacht ist. Irgendwie so wird weiter. Bitte warten. Ja. Die nächste Nacht wird ein sogenannter Blutmond. Das heißt, dort kommen dann mehr Kreaturen an, die nur eins wollen. Tod und Verderben und meine Krone. So, dann bauen wir mal hier weiter aus. Wir holen uns einen weiteren Bogenschützen. Und dann hoffe ich, dass wir hier irgendwo... Siehst du, jetzt können wir hier nämlich auch einen weiteren Markt haben mit ein paar Sensen. Die Sensen dienen dazu, dass wir auch Bauern haben können. Wenn wir dann überhaupt erstmal einen Bauernhof hätten. Ne? Ja, guck mal. Da kommen auch schon weitere an. Ich habe nur kein Gold für sie. Habt ihr mal ein bisschen Gold? Ja, hervorragend. Sehr schön. So, warte. Hey Leute, hier gibt's Geld. So, jetzt brauche ich halt nur noch Arbeit für die. Ich müsste theoretisch tatsächlich Bögen kaufen. Für noch mehr habe ich nichts. Das heißt, wir haben einen Arbeitslosen, der wirklich jetzt nichts zu tun hat. Okay, aber ich könnte hier eine Mauer errichten und hätte dann quasi auch den Bauernhof beschützt. Aber das mache ich nicht mehr heute, weil heute wird das einfach eingerissen. Weil der Blutmond naht. Und das muss nicht sein. Aber wir nähern uns auf jeden Fall dem weiteren Ausbau hier. Ist hier jemand? Kleingeld? Kleingeld? Nein? Okay, gut, dann nicht. Dann ab nach Haus. Unsere Krone sichern. Also wir sind halt ein König, der nicht selber kämpfen kann. Weil, ne, welcher König kämpft denn schon selber? Ihr merkt ja schon deine Musik, die ist etwas bedrohlicher. Und wieso ist hier kein Arbeiter? Nein! Das waren unsere Handwerker, die draufgegangen sind, diese Arbeitslosen, die da angekommen sind. Das waren die Handwerker. Wir sind so doomed. Und ich wundere mich schon, warum jetzt hier nicht gebaut wird. Oh nein. Das muss schneller gehen.
Da hinten steigt der Blutmond auf. Ja, Gott sei Dank. Die Mauer steht. Fragt sich nur, ob die Mauer auch hält. Ihr seht schon, wie viele Kreaturen da ankommen. Das ist erst der Anfang. Die nächsten Blutmonde werden wesentlich heftiger.